Es ist einfach eine völlig neue Art zu leben, also eine neue Art, die Welt zu entdecken. Und dann hat mich das halt so geflasht, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich unbedingt nochmal machen. Wir wissen, dass Rausch und, wie es die Wissenschaftler nennen, veränderte Wachbewusstseinszustände seit Beginn der Kultur, seit wir Aufzeichnungen haben, eine große Rolle gespielt haben. Die waren wir beide anscheinend auf dieser Wellenlänge irgendwie, dass wir uns dann angeguckt haben und gesagt haben, komm, wir wollen jetzt härtere Drogen ausprobieren. Wenn es was zu feiern gibt, kann man immer einen saufen. Irgendwann war man halt in diesem Modus schon drin und hat dann mitbekommen, oh, was geht denn hier ab? Ist ja super geil. Also ich würde sagen, Rausch muss grundsätzlich nichts Negatives sein, aber ich finde, man muss immer so ein bisschen für sich selbst gucken, warum mache ich das jetzt? Also spätestens ab dem Moment, wo man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, nur 3 Stunden, wenn es hochkommt, und man morgens aufsteht und man ist immer noch am Kotzen, dann ist es vorbei. Dann will man das nie wieder machen, aber man tut es trotzdem. Drogen nehmen ist auf jeden Fall gefährlich. Ihr geht damit viele Risiken ein, aber wenn ihr es nicht lassen könnt und unbedingt jetzt mal, was ich, Pilze oder sowas probieren wollt, haltet euch an die und die Regeln, damit es nicht komplett eskaliert, so quasi, damit es möglichst sicher ist. Ich weiß noch, am Tag danach und allgemein so die Wochen nach dieser Erfahrung dachte ich so, krass, ich war in dem Moment so glücklich, so glücklich werde ich nie im Leben sein können, irgendwie. Und ja, da wusste ich halt, das ist irgendwie gefährlich.